Du hast ein Treffen mit Marco? Glückspilz. Die First meint's ernst. Ich beobachte dich. Benimm dich hier lieber. Schönes Schiff. Willst du auch zur First? Du hast den Red Mile Run geschafft. Du hast ein Treffen mit die First. Willst du auch zur First? Ich beobachte dich. Schönes Schiff, oder? Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Benimm dich hier lieber. Du hast den Red Mile Run geschafft, ja? Yeah? Wow. Ach, gerade ist mein Tag schöner geworden. Klar, aber bring mich nicht zum Weinen. Ich werde nie jemanden so sehr lieben wie dich. Bleib nicht zu lange weg.
Willst du auch zur First? Bester Söldnertrupp überhaupt. Bei der Musik schläft man ja ein. Benimm dich hier lieber. Du hast ein Treffen mit Marco? Schönes Schiff, oder? Ich beobachte dich. Willst du auch zu First? Schönes Schiff, oder? Einige dieser Stücke sind wirklich unglaublich. Sie gehören in ein Museum. Klassischer Klaviermusik. Wer das geschrieben hat, war von den großen französischen Komponisten wie Debussy oder Satie beeinflusst. Marco ist wirklich kultiviert. Seine Musikauswahl ist absolut grandios.
Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Willkommen. Aus Mays Nachricht ist nicht hervorgegangen, warum du mich treffen wolltest. Falls du Arbeit suchst, meine Organisation braucht immer Piloten und Security-Personal mit Mut zum Risiko. Gut. Willkommen. Aus Mays Nachricht ist nicht... Falls du Arbeit suchst, meine Organisation braucht immer Piloten und Security-Personal mit Mut zum Risiko. Ah, verstehe. Du hast mich gefunden. Bravo, das schafft nicht jeder. Andererseits waren wir in letzter Zeit auch nicht gerade diskret. Durch die Art des Vertrags war ein gewisses Risiko immer gegeben, allerdings ein kalkuliertes. Ehrlich gesagt, denke ich, dass der Major eine Konfrontation mit den Rangern sogar sucht. Trotzdem bin ich etwas enttäuscht, dass der Marshal nur einen Deputy geschickt hat und keinen echten Ranger. Ich wette mit dir, dass es nichts gibt, womit dieser Deputy nicht fertig wird. Und wer bist du? Sarah. Sarah Morgan. Schön, dich an Bord zu begrüßen, Sarah. Man sieht sofort, dass du kultiviert und wunderschön bist.
Sparen wir uns die Komplimente und kommen wir zur Sache, okay? Deinem Deputy könnte eine goldene Zukunft bevorstehen, wenn wir unsere Köpfe behalten. Ich weiß nicht, ob du die Lage hier richtig erfasst, Deputy. Du bist auf meinem Schiff. Meine Wachen sind in der Überzahl und töten dich ohne zu zögern. Ich bin Geschäftsmann. Wenn du etwas von mir willst, will ich im Gegenzug etwas von dir. Alles sage ich dir nicht. Ich bin meiner Einheit gegenüber noch loyal. Aber ich kann dir Hinweise geben. Und im Gegenzug geben die Ranger mir freie Hand für meine Geschäfte. Gut, dann sind wir uns einig. Interessant. Mir war nicht bewusst, dass Schmiergeld akzeptieren einer der Grundsätze der Freestar Ranger ist. Wäre doch ein Jammer, wenn so eine verschlüsselte Slate in die falschen Hände geraten würde. Oder? Also, bevor du dich beschwerst, denk daran, dass ich dir nur versprochen habe, dir Hinweise zu geben. Du darfst gerne so lange bleiben, wie du willst. Ich habe nicht oft so distinguierte Gäste. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Der liebliche Kleid.